Jesus! Ich will nicht! Ah! Boah. Ist okay, ist okay, ist okay. Und damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge Still Wakes the Deep. Freunde, in der letzten Folge war es eher ein bisschen ruhiger. Wir haben so die Einführung vom Game bekommen. Aber jetzt geht der Horror richtig los. Wir sind durch eine Erschütterung ins Wasser gefallen. Dann wurden wir von unseren Kollegen aus dem Wasser gezogen und sind jetzt gerade eben hier vor diesem Heizstrahler wach geworden. Und draußen hört man schon die ersten Schreie. Deswegen würde ich sagen, stürzen wir uns direkt ins Abenteuer und damit in Folge 2. Auf geht's! Kleiner Hinweis an jeden da draußen, der selber mal VR testen will. Ich habe mich bei meinem Partner 7Space für euch stark gemacht und einen Rabattcode mit satten 15% organisiert, der in jeder Filiale in ganz NRW gilt. Auf alle eure Bestellungen. Link dazu in der Videobeschreibung. Gönnt ihr mir, gönn ich euch. Okay. Wie soll ich helfen? Was geht ab in der Glocke da? Jesus. Da ist auf jeden Fall einer, macht da hart Party drinne gerade. Nee, Spaß beiseite, der ist am Schreien und wahrscheinlich extrem verzweifelt. Keine Ahnung, was da drin los ist. Aber unser Kumpel da oben sagt, er braucht Hilfe, dann ja, helfen wir ihm mal. Gut, einmal hoch. Also wie gesagt, ne, das Spiel macht eine extrem gute Figur, obwohl die Grafikeinstellungen bei mir hier nur alle auf Mittel stehen tatsächlich. Wurde ich auch gefragt von ein paar Zuschauern. Jesus! Ja, ich sage ja, geht alles vor die Hunde gerade. Brody! Kannst du stehen? Ja, ich mehr oder weniger. Gerade so noch. Danke, dass du mich rausgezogen hast. Okay, Gregor war der andere, der mit ins Wasser gefallen ist, aber den haben sie noch nicht gefunden, der arme Kerl. Und was geht da ab in der Tauchglocke? Okay, die Seilwind ist am Arsch. Ja! Das Kabel hängt fest, wir sollen runtergehen und es frei machen. Okay, und... Okay, alles klar. Wir müssen irgendwie den Kumpel aus der Tauchglocke befreien, der die ganze Zeit rumschreit. So, und wir müssen hier quasi, Moment, erstmal hier runter, sagt er. Kein Thema. So, warte mal. Was haben wir denn hier? Hebel. Dann können wir die befreien, dann gehen wir hoch und die Glocke ziehen wir an. Okay, das ist doch eigentlich ganz easy. So, einmal. Okay, das hätten wir. Was sind das für Geräusche? Freunde, habt ihr das gehört? Und den Hebel umlegen. Was passiert? Irgendwas Großes. Okay, er versucht Douglas aus der Tauchkapsel zu retten. Jesus, wie der am Schreien ist da drinne. Der arme Kerl, der muss richtige Schmerzen leiden. Okay, ich würde sagen, du holst ihn aus der Kapsel raus. Also irgendwas Großes hat die Kapsel, ja, angestoßen, sagt er. Und seitdem schreit er da. Jetzt haben die ihn versucht hochzuziehen. Oder haben wir ja gerade gemacht. Okay, alles klar, hätten wir. Dann ist jetzt die große Frage, wo müssen wir denn weitermachen? Geht's hier vielleicht lang? Ja, hier geht's lang, alles klar. Also man merkt schon, ne, die Atmosphäre wird auf jeden Fall bedrohlicher. Alle geraten hier langsam in Panik. Keiner weiß so wirklich, was passiert ist. Die Tür kriegen wir nicht auf. Und die Bohrinsel hat es zum Teil komplett zerrissen. Also hier, guckt euch das mal an, hier ist... Okay, unter der Plattform. Hier ist auf jeden Fall einiges im Arsch.
Okay, warte mal, gehen wir erstmal hier gucken. Okay. Drill, Leg D, da sind wir. Leg C, Leg B und Leg A. Flare Stack. Kommen wir hier lang? Ne, kommen wir nicht. War ja klar, der einfache Weg ist zu. Pass auf, dann gehen wir mal hier rüber. Hep! Oh Gott! Springen klappt. Wunderbar. Und hep! Da auch nochmal rüber. Rennen. Oh Gott, scheiße! Das wäre eine Treppe gewesen. Die können wir nicht mehr nehmen. Gehen wir mal in die Hocke. Zack, einmal hier runter. Boah, Leute, das müsst ihr euch mal reinziehen. Stell mal vor, ihr steht hier auf diesem Gitter und um euch herum die gnadenlose See. Also da willst du echt nicht reinfallen. Okay, wow, was los, was los? Scheiße, ich sag ja, hier geht alles vor die Hunde. Okay. Das dürfte der Bohrkopf gewesen sein. Jesus! Okay, geil, Mann. Okay, das sieht schon echt fett aus. Komm rüber, bevor das Teil auseinanderfällt. Okay, ich komme. Douglas, ich warte drin. Okay, das ist Douglas. Okay, was ist passiert? Guckt euch das mal an. Das ist ein massiver Bohrkopf. Aus einem Material, das wahrscheinlich nicht so schnell zu zerstören ist. Und dann sieht man da diese Fäden, die sich so abgespaced davon wegwinden. Also das dürfte auf jeden Fall der Grund für den Vorfall hier sein. Jesus, mach die Rettungsboote klar. Ich muss hier weg. Will ich ja direkt einen Schuh machen, ne, wenn du sowas siehst. Was? Okay. Tür ist zu. Sprinten können wir auch. Lauf, 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 lauf. Die Frage ist da. Oh Gott! Scheiße, das war knapp. Okay, da brauchen wir gar nicht erst versuchen, rüberzukommen. Gehen wir nochmal hier lang. Wir müssen irgendwie zu ihm hoch. Die Frage ist wie? Hab ich irgendwas übersehen? Nee, also das können wir auf jeden Fall ausschließen. So weit kann kein Mensch springen. Ja, das sieht halt komplett crazy aus, Leute. Ne, nee, selbst da so auf das Rohr und dann da hinten, das wird auch nicht klappen. Oh, irgendwie der Bildschirm verändert sich gerade. Habt ihr gesehen? Die Blasenbildung oder was war das? Ah, warte mal. Oh, okay, das Schloss einfach nur brechen. Easy. Zack. Das habe ich eben gar nicht gesehen. Okay, wow. Jetzt wird es schon ein bisschen schwieriger. Oh Gott, auf allen Vieren. Nicht runterfallen. Nicht runterfallen. Oh Gott. Halt fest, halt fest, halt fest. Oh shit. Schnell hoch, 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 hoch. Scheiße. Weiter. Komm, komm, komm. Weg hier. Boah. Junge, das war knapp. Das war knapp. Machen wir die Tür mal auf. Okay, in das Feuer nicht rein. Dann machen wir erstmal die. Drehen wir mal den Hahn ab. Beziehungsweise Hahn zu. Sauber, das hätten wir. Okay, was bist du? Nice. Okay, alles klar. Und nach oben. Ist tatsächlich richtig angenehm von der Tastenbelegung. Gerade mit der UEVR-Mod hat man das, also das meiste Problem ist tatsächlich, dass Spiele zu anspruchsvolle Tastenbelegungen haben. Und hier ist es total simpel gehalten. Vielleicht auch nochmal der Tipp an der Stelle, wenn ihr Spiele ausprobieren wollt, ihr müsst immer darauf achten, es muss ein Unreal Engine 4 oder 5 Titel sein und am besten komplette Xbox-Controller-Unterstützung haben. Denn die Controller der Quest haben ja ähnliche Tasten oder fast genau dieselben, würde ich sagen. Und dann ist das am einfachsten in den Spielen, den Charakter zu bewegen, zu interagieren. Und hier in dem Beispiel halt auch extrem angenehm. Oh Gott! Es sei denn, man hat Höhenangst!
Okay, Kumpel, alles klar, warte mal, jetzt müssen wir darüber sprinten und springen wahrscheinlich. Und hepp! Oh Gott, halt dich fest! Hoch, 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 hoch! So, jetzt sind wir hier in dem, keine Ahnung, wo wir sind, durch eine Tür gegangen. Jetzt ist alles voll dunkel. Ich hoffe, wir finden hier eine Taschenlampe so schnell wie möglich. Man sieht ja die Hand vor Augen nicht mehr. An alle Besatzungsmitglieder der Bayra. Es gab ein kleines Problem mit dem Bohrer. Wir unterbrechen den Bohrvorgang, bis es behoben ist. Weitere Informationen folgen. Ja, jetzt auf einmal haben wir dann doch ein Problem, ne? Haben es dann die letzten auch gemerkt. Vor allem Rennick, der Penner, der uns ja eigentlich gefeuert hat. Warte mal, umschauen. Okay. Da geht Licht an. Da müssen wir wahrscheinlich rüber. Okay. Ich habe so das Gefühl, wir nehmen jetzt einfach mal die Treppe hier. So, und abwärts. Boah, Leute. Ich sag's euch, das ist echt so ein bisschen Dead Space Vibes irgendwie. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Und die Grafik ist einfach zu göttlich. Es sieht so gut aus. Atmosphäre kickt auf jeden Fall. Oh nein. Halten. Achso, okay. Das ist easy, das kriegen wir hin. Komm schon, Kumpel. Ein Arm nach dem anderen. Du schaffst das. Ja, ja, ja. Sieht gut aus, sieht gut aus. Okay, wir sind drüben. Boah, ich bin so gespannt. Oh, was? Was war das? Oh mein Gott. Ich wollte gerade sagen. Ich bin gespannt, wenn das mit den Monstern losgeht. Das ist ja bisher noch alles Kindergarten hier. Das wird ja noch um einiges schlimmer. Hier rüber? Ne, kommen wir nicht rüber. Ach so, hier lang. Okay, dann wahrscheinlich da lang. Sauber. Komm schon, greif um. Ja, 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 und jetzt hoch. Yes! Geil. Okay, wo sind wir denn überhaupt? Wir sind hier bei Leck C gerade in dem runden Turm hier. Okay, Gas, Gas, Engineering, Level 2. Okay. Alles klar. Boah, zieht euch mal diesen Haken rein, Alter. Ist das heftig groß. Ganz andere Dimension, Freunde. So, und was haben wir da? Eine Lampe! Give it to me, baby. Bringen wir mal ein bisschen Licht ins Dunkel. Können wir die Lampe auch einschalten? So, so geht's. Okay, nice. Dass ich jetzt auch die Lampe mit dem rechten Controller bewege, ist halt auch cool. Es gibt dem Ganzen nochmal so einen Ticken mehr Immersion, wo wir hier in VR zocken. Stark. Oh Leute, lasst den Horror beginnen. Fuck. Oh, einmal hier durchdrücken. Jesus. Ich will nicht. Ah! Oh. Ist okay, ist okay, ist okay. Man hört zwar abgespacete Schreie, aber das war nur ein Überdruckventil. Alter.